Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir haben die Prüfungen der Crocs geschafft, zumindest die, die hier in der Umgebung sind. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu einer Statue der Göttin und holen uns mal schnell unseren Herzcontainer. Wo haben wir denn eine gute Stelle? Kakariko ist eigentlich immer gut. Moment, das war Ruta, dann muss Kakariko irgendwo hier sein. Ach, bis ich mich auf dieser Karte immer ordentlich orientieren kann, ist immer grauenhaft. Ja, dann fliegen wir mal da unten wieder zur Statue der Göttin runter. Sollen wir es versuchen? Sollen wir spaßenshalber versuchen, mit unserem weiteren Herzcontainer nochmal das Schwert rauszuziehen? Wobei der Dekobaum sagte, wenn wir es nicht schaffen, dann bringt er uns das nächste Mal um, beziehungsweise er lässt uns das nächste Mal umbringen. Riskant. Naja. Was soll schon passieren? Im Notfall benutzen wir eine Fee. Oder... Moment, wenn wir es nicht schaffen und wirklich sterben, dann müsste uns doch eigentlich Mifis Gebet wiederholen und dann müssten wir doch eigentlich temporäre HP haben und die müssten uns ja dann eine noch bessere Chance geben, das Schwert rauszuziehen, oder? Ha. Ist die Frage, ob temporäre HP da überhaupt mit reinrechnen, wenn man versucht, das Schwert rauszuziehen. Können wir einfach ein paar Maxidurians aufkochen. Ich glaube, die waren das, die über maximale HP bringen. Wir probieren mal unser Glück. Ist die Zeichen der Herausforderung. Ja, ich erbitte übrigens mehr Herzen. Ganz dringend. Ja, und zusätzlichen Herzcontainer. So sei es. Minus 4. Oh. Noch so ein Ding. Immer her damit. Ein weiterer Herzcontainer. Ein wertvoller Gegenstand, der nur dem verlieren wird, der die Prüfung besteht. Blum und Gebläh. Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Ja. Wir versuchen jetzt erstmal das Masterschwert zurück zu Lang zu bringen. Kyo-U-Schrein. Auf geht's. Ach, wir haben immer dieses blöde Deko-Blatt dabei, das muss ich gleich mal wieder droppen. Vielleicht nehmen wir dafür ein Masterschwert mit. Das wird sicher funktionieren. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das Masterschwert kriegen, bevor wir nicht zwei Herzleisten haben oder sowas. Naja, Zutaten rösten. Röstest du Zutaten wie Pilze oder Fische, verbessert sich der Geschmack, ihre speziellen Effekte gehen aber verloren. Ja, diesen Zusatz haben wir leider etwas zu spät gekriegt. Ich habe schon inzwischen ein paar Ausdauerlänge verbraten, deswegen. Wir erinnern uns. Kyo-U-Schrein. Schwert ist hier in die Richtung. Ohne Rute, aber deine Waffentasche ist voll. Wie wär's, wenn wir einfach mal den Korkfächer ablegen? Unsere Waffe hier. Und dafür versuchen, spaßenshalber das Masterschwert rauszuziehen. So, da bin ich wieder. Hallöchen! Zielank! Zielank! Ich glaube an dich! Eine Stufe! Zwei Stufen! Drei Stufen! Vier Stufen! Tot! What? Ernsthaft? Das funktioniert? Heißt das, wir brauchen nie wieder Waffen? Okay. Das habe ich nicht erwartet. An diesem Ort sollst du ruhen und den Tag erwarten, an dem dein Gebieter zurückkehren wird. Selbst wenn der lange Schlaf ihn seiner Erinnerungen beraubt, wie du befürchtest. Ich bin mir ganz sicher, er wird seinen Weg zu dir finden. Hohe Priesterin von Hyrule, was hast du nun vor? Dieses Schwert... Das Masterschwert hat zu mir gesprochen. Es sagt, ich hätte eine Aufgabe. Es gibt etwas, das ich tun muss. Du bist sehr stark geworden, hohe Priesterin. Großer Dekobaum, wenn er irgendwann kommt, könnt ihr ihm eine Botschaft übermitteln? Ich... Mein liebes Kind, deine Worte gehören dir allein. Er sollte sie aus deinem Mund hören, denkst du nicht auch? Ja. Das Problem ist, dass sie nicht hier ist. Naja.
Tja, und da steckt das nun. Bis wir plötzlich vorbeikamen und uns einfach wieder rausgezogen haben. Ja, schick. Jetzt noch ein Hylia-Schild dazu und wir sind fertig, um alles zu vernichten. Was du gesehen hast, spielte sich vor 100 Jahren an diesem Ort hier ab. Das Schwert hatte gerade seinen Meister verloren. So nahm die hohe Priesterin es an sich, brachte es hierher zu mir und überließ es meiner Obhut. Bis zum heutigen Tag setzt sie ihren verzweifelten Kampf im Schloss von Hyrule fort. Immer im festen Vertrauen, dass du ihr eines Tages beistehen wirst. Ihr Lächeln war wirklich bezaubernd. Ich wünschte mir, ich könnte mich noch einmal daran erfreuen. Traditionell sterben Dekobäume während des Spiels. Und nur ihre Setzlinge überleben. Masterschwert, 30 Angriff. Dieses legendäre Schwert besitzt die heilige Kraft, das Böse zu bannen und die Verheerung zu bekämpfen. Nur der vom Schwert erkorene Held kann es führen. Der Name dieses Schwertes lautet Masterschwert. Nein, wirklich. Wenn du der Verheerung Ganon und ihrer Manifestationen gegenüberstehst, wird es von heiligem Licht erfüllt werden. Du darfst es jedoch auf keinen Fall überbeanspruchen. Schwingst du es zu oft umher, wird es schartig werden und seine Kraft verlieren. Sollte das passieren, musst du warten, bis es sich regeneriert hat. Es wäre töricht, sich im Kampf mit Ganon einzig auf dieses Schwert zu verlassen. Um für alle Fälle vorbereitet zu sein, solltest du auch die Titanen befreien. Das Schwert des Helden. Geschafft. Ja. Ne? Das ist jetzt auf unserem Rücken. Nice. Milka hat uns übrigens nicht gehört. Ich würde sagen, unsere Arbeit hier ist getan. Das war doch mal ein lohnender Abstecher in den Wald von Hyrule. Ha. Huh. Ich würde sagen, als nächstes teleportieren wir uns rüber zum Turm der Ebene. Denn das scheint der nächste Punkt zu sein, um in die nächsten Gebiete zu kommen, die wir noch nicht erkundet haben. Das heißt nur, dass wir wieder an irgendwelchen marschierenden Wächtern vorbei müssen. Das ist das große Problem. Die uns immer noch mit ein, zwei Schüssen niederstrecken. An bestimmten Orten verstecken sich bisweilen Waldgeister namens Krok. Nein, wirklich. Wenn man viele davon findet, passiert vielleicht etwas Gutes, wie dass das Inventar deutlich, deutlich größer wird. Was eine sehr nützliche Sache ist. Leider wird es langsam aber sicher echt teuer, die Upgrades für unsere Slots zu kaufen. Turm der Ebene. Da wären wir wieder. Mindestens sogar schönes Wetter. So, wir wollen in diese Richtung. Das Luftschiff ist da oben unterwegs. Schickes Luftschiff. Ist das der Titan? Kann es sein, dass das der Titan selber ist, der da oben rumfliegt? Ha. Ja. Gut, was war noch? Ach ja, da hinten habe ich immer noch die lila Markierung seiner Dreiviertel-Ewigkeit von den Zoras. Wo vielleicht ein Zora-Schatz, von den Zoras, von den Gerudos, wo vielleicht ein Gerudo-Schatz sein könnte. Mhm. Musste passieren. Nein! Drop! Bloß weg hier. Ich hoffe, hier sieht mich keiner mehr. Zumindest hat mich gerade niemand im Visier. Huch! Blobbidi Blobs. Ja! Jo. Ich hab ein Masterschwert, meine lieben Leute. Oh oh, oh oh, oh oh. Das ist ein stationärer Wächter. Lass mir in Ruhe. Au! Was war das denn? Frechheit. Das ist ein Jäger. Ekelhaft. Ich da hoch. Eine Theorie. Ach, der Laser kommt viel zu schnell, wenn er einmal schießt. Njahahaha. Kann ich gegen ihn kämpfen? Habe ich eine Chance? Die Viecher sind ja schon ziemlich gefährlich.
Robosa! Naja, er war unbesiegbar. Okay, gegen den habe ich noch keine Chance. Die sind nicht wirklich stark. Was hat der denn da alles gedroppt? Ach, Rubine sind das. Zack, 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 zack. Ja, ist jetzt nicht so toll. Aber immerhin ein paar Rubine. Mifis Gebet ist immer noch aktiv, also versuchen wir mal, ob wir hier hochklettern können, ohne dass der Typ da unten uns bemerkt. Sieht gut aus. Es könnte sein, dass ich jetzt ein bisschen zu oft gesprungen bin. Da oben ist eindeutig ein Krog. Muss der also kommen. Komm schon, ein Stück noch, ein Stück noch, ein Stück noch, ein Stück noch. Spring! Ja! Nicht runter, was soll das denn? Ich habe A gedrückt und das... Ich muss A drücken, um einen Krog zu aktivieren. Aber nein, A ist auch gleichzeitig der Knopf, der uns runterlässt. Ernsthaft. Spielmechanik. Manchmal richtig gut durchdacht. Ich glaube, diesmal bin ich wirklich zu viel gesprungen. Okay, ich bin oben. Untersuchen. Ui, du hast mich entdeckt. Da muss ich auch totlachen, der Krog. Tschüssi. Und wir haben wieder 8 Krogsamen zusammen. Das ist schon mal schön. Ich möchte in diese generelle Richtung da vorne. Ist das ein Gewittersturm? Es sind so viele Gewitterstürme in der Welt unterwegs. Ist ja schlimm. Immer alles voll mit Gewitter. Können wir das hier einsammeln? Nö. Natürlich nicht. Wäre zu einfach. Ist das Masterschwert schon schadig oder was leuchtet da so lustig? Ach, das ist die Schwertschneide von dem. Was bedeutet das denn, wenn das rot leuchtet? Haben wir einen Wächterdetektor an dem Ding dran oder sowas? Leuchtet das rot, wenn Wächter in der Nähe sind? Ja, das wäre interessant. Wenn dem so sein sollte. Da war eine Libelle. Nicht bemerkt. Beziehungsweise zu spät bemerkt. Rüstgras, nehme ich mit. Wir nähern uns weiter da vorne dem Turm. Ich würde gerne oben auf die Brücke drauf, das wäre sinnvoll. Ach, Jäger. Ist aber ein kleiner Jäger. Ja, mein Freund. Drücke A genau im Moment ein, um einen perfekten Block. Ja, das weiß ich doch. Wo ist er denn? Hallo. Aua. Ich sehe ihn nicht mehr. Da ist er. Komm her und ich bringe dich um. Fangstoß! Tot. Schwertbanane und ein paar Rubine. Plink. Kann man echt nicht von vielen Gegnern behaupten, dass es tatsächlich Rubine geben. Und außerdem gehen wir in ein verregnetes Gebiet, aber Sonne angesagt. Es ist Sonne angesagt, aber es regnet. Dabei ist Varuta doch bereits auf unserer Seite. Wer macht denn hier noch Regen? Ist hier ein Wasserdrache oder sowas in der Umgebung? Komisch. Ich finde es auch bekloppt, dass da hinten schon wieder ein Gewittersturm ist. Wie viele Gewitterzonen braucht dieses Spiel denn noch? Jetzt schauen wir erstmal, was wir hier haben. Da sind ein paar Moblins. Kommt her! Schießen zum Glück ihre eigenen Barrikaden gerade erstmal down. Bumm! Wir sind Feuerschalter. Danke für die Unterstützung. Master Schwert, hau sie um. Ja, so eine Schwert sind sie nicht, wenn man ein Schild hat. Zack, und erledigt. Moblin Hauer, Moblin Herz, Moblin Kram, Moblin Zeugs, Moblin Hauer. Holzpfeil, immer her damit. Soldatenbogen. Holzpfeil, Soldatenbogen.
Moblin Kram. Moblin Horn. Moblin Hauer. Oh, immer her damit. Das war eine schöne bewachte Brücke. Hat mir gefallen. Wer hab ich denn jetzt schon wieder? Ich sehe keinen weiteren Bockblin, der hier irgendwo Ausschau hält. Dann nicht. Jetzt wäre Milka gut gewesen, wenn der hier wäre. Oder die. Was auch immer. Shrine in der Nähe. Das ist schon mal gut. Shrine hier. Shrine hier. Nee, Shrine eher hier. Shrine hauptsächlich in dieser Richtung. Außerdem müssen wir mal eben Kryo-Modul rausholen. Nicht gut geschützt hier. Hüpf. Na, herrlich. Danke, Lang. Bin stolz auf dich. So, jetzt aber drauf. Was haben wir denn hier? Eine Schatztruhe mit Bombenfallen mal 5. Schlimmer sein können, schätze ich. Wir werden sterben. Yay, Schleimgelee. Das ist nicht so viel wert. Tschüss, Schleime. Können wir gestohlen bleiben. Könnt ihr euch woanders einschleimen? So eine schöne Ebene hier. So eine Ebene, weil sie nie wirklich langlaufen soll. Crocs können überall sein. Hier sind sie auf jeden Fall nicht. Das haben wir damit zumindest gerade festgestellt. Gewittergebiet. Okay. Das bedeutet, ganz schnell das Ding hier ablegen. Das hier ablegen. Isolierhose anziehen. Warenmaske kannst du aufsetzen. Mit Antifeuerrüstung weiß ich nicht, ob so metallen ist. Wir nehmen sie mal lieber ab. Und nehmen stattdessen unser Hylia-Gewand so lange wieder. Sicher ist sicher. Den Schild sollten wir auch entrüsten. Das ist nämlich ein Stahl-Exall-Schild. Das ist doof, ne? Waldbogen ist okay. Das Masterschwert sollten wir vielleicht auch nicht unbedingt haben. Das Waldschwert klingt aber okay. Jo, durch den Regensturm. Und durch das Blitzgewitter. Wir sind hier schon wieder. Geht doch alle weg. Ich hau euch alle um. Bin da schon wieder auf mich gespammt. Hallo? Ach, schon wieder ein Jäger. Meine Fresse, wie viel gibt es denn hier von denen? Geh weg. Ich hau dir ins Gesicht. Blöden Viecher hier. Federweißer Flügel. So, ist tot. Nur ein toter Jäger ist ein guter Jäger. Fledermaus-Schwarm haben wir gekillt, indem wir 3 davon aus dem Schwarm rausgejagt haben. Nur einfache Lösung des Problems. Als nächstes ist auf jeden Fall Sonne angesagt. Ich freue mich, dass ich da rüberkomme von hier aus. Solange Regen und Blitzgewitter herrscht. Also wir müssen schon einen sonnigen Moment abwarten. Oder wir brauchen eine erhöhtere Position, von der wir losfliegen können. Sonst wird halt nichts da drüben mit ankommen und so. Sonst fallen wir da einfach in unseren Tod. Oder zumindest auf eine untere Etage, was uns nichts bringt. Heißt also gezwungenermaßen erstmal hier vorne ein bisschen erkunden. Blitzbomb. Gut, dass wir momentan nicht elektrisch geladen sind. Ja, dann einmal hier vorne hoch. Tap, 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 tap. Tap, tap. Tap, tap, tap. Scheint eine Reiche das Ziel zu sein. Aha. Okay. Können wir jederzeit neu starten. Los geht's. Mal gucken, ob wir das schaffen können. Sieht schwierig aus. Wir gleiten mal so weit wir können. Rennen.
Einen in der Nähe, okay. Das war nicht gut. Das könnte uns den Zieleinlauf kosten. Ah, man hat aber relativ viel Zeit. Mehr als genug, okay. Bam, badadam. Krok. Ui, du hast mich entdeckt. Krok-Samen. Tschüssi. Ja, tschüssi. Ich habe auf jeden Fall gerade irgendwo Schrein in der Nähe immer noch. Ach, guck mal. Da ist ein Schrein. Tja, dann müssen wir da wohl erstmal runter. Wohl oder übel. Bis wir da unten fertig sind, ist hier draußen vielleicht mal wieder gutes Wetter. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir auch Pech und werden einen noch weiteren Weg vor uns, um auf der anderen Seite wieder hochzukommen. Also, was ist es? Der Zivazatas-Schrein. Aha. Was auch immer das Spiel sagt. Gehen wir mal in den Zivazatas-Schrein. Überspringen! Hohe Temperaturen an heißen Orten wie Vulkan fängt alles Feuer, was man nur auf den Boden legt. Dies kannst du nutzen, um Kochzutaten nur noch ohne Lagerfeuer zu rösten. Ja, ne? Na, sowas. Sieht nach Rätsel aus. Den Kugeln hinterher. Zivazatas-Schrein. Okay. Wo ist mein Bombenmodul? Okay, das ist eins von den Dingern. Dann hätten wir hier eine Tür. Da muss ein Ball rein. Da muss ein Ball rein. Das bringt uns nicht hoch genug. Dann schauen wir doch erstmal. Da oben ist das Ziel. Da ist ein Ball drauf, sehe ich gerade. Geht's hier noch runter? In den Tod geht's da runter. Mach das doch einfach auf die simple Methode. Pump. Das war nicht die simple Methode. Tschüss, Ball. Den Kugeln hinterher! Gut, dass er zurückkommt. Schauen wir mal, was das macht. Die Tür auf. Für den anderen Ball. Ja. Soweit so simpel. Das heißt, den müssen wir jetzt da vorne reinkriegen. Das sollte jetzt auch nicht so schwer sein. Rein da. Zack. Okay. Ich denke schon, ne? Aber dann wird's nützlicher. Upp. Okay. Sind wir drin? Ja, danke schön. Das war's. Es war soweit lächerlich. Da vorne ist noch eine Kiste, die wir holen können. Schauen wir uns mal eben die Kiste hier vorne. Was befindet sich denn da drin? Es ist ein Ritterbogen. Der 1.024. Nee, ist kein Platz in meiner Tasche für. Warum nur? Können wir auch nicht gebrauchen. Das wird der 24.5. Der so und so viel millionste Ritterbogen im Endeffekt. So, dann wieder hoch. Hat sich ja total gelohnt, den Umweg zu machen. Und das war dann diese Prüfung. Hui, hochkompliziert. Haben wir ja Arbeit geleistet. Hallo, ich würde gerne. Darf ich? Ich darf nicht. Untersuchen. So. Ah, den Zivazatas-Schrein. Warum er der hier heißt, geschafft. Dun, 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 dun. Zeichen der Bewährung. Und Herzen aufgefüllt. Damit sind wir wieder bei einem Zeichen. Yay.
Jetzt, wo wir das Masterschwert haben, habe ich plötzlich wieder keinen Ansporn mehr, die Herzen noch weiter aufzufüllen. Das heißt, wir können eigentlich mit der Ausdauerleiste wieder weitermachen beim nächsten Mal. Ich schätze mal, es geht über zwei Ausdauerleisten hinaus. Anwendungstipp für Waffen. Hölzerne Waffen kannst du anzünden und als Fackel verwenden. Ja, ja, wissen wir doch. So, hier draußen ist das Wetter besser geworden. Zumindest momentan. Regen ist angesagt, was nicht so schön ist. Das bedeutet, dringend die Kletterausrüstung. Und nix wie hoch den Berg. Jetzt wollen wir so schnell wie möglich hochkommen. Damit wir hier auf der anderen Seite zum Turm kommen und den Turm als Angelpunkt benutzen können. Sieht hier irgendwie kalt aus? Naja, war nur hier der Übergang schon gut. War nur der Übergang, der ein bisschen kalt aussah. Da vorne müssen wir auf jeden Fall nochmal klettern. Wir müssen uns also beeilen, weil ich sehe den angekündigten Regen gleich schon kommen. Ach, nicht ihr schon wieder, Wir waren hier alle auf den Keks hier. Tja. Pump. Ich bin beeindruckt, dass es nicht deutlich mehr von denen erwischt hat. Gut, dann nicht. Unser Gronschild ist auf Cooldown. Na, na, na. Ja, soweit so gut. Aber wenn es jetzt gleich da vorne anfangen sollte zu regnen, dann können wir an dem Turm nicht hochklettern. Das ist das größte Problem, das wir jetzt gleich haben werden. Danach ist zwar schon wieder Wolken angesagt. Wir sind schon in der Regensektion. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Ja, ja, ja. Jetzt werden wir gleich vor dem Turm stehen und können nichts machen, weil Regen. Kann ich mal bitte euer Lagerfeuer hier übernehmen? Ach, das geht ja doch noch aus wegen Regen und so. Ich hab ein Masterschwert, ich hab keine Chance. Ach, ich hab ja gar kein Masterschwert ausgerüstet. Ich hab das komische Holzschwert hier ausgerüstet. Masterschwert! So. Haben wir das geschafft? Hornsporn, Schwanzhornsporn, Hornsporn. Das sieht irgendwie elektrisch aus da vorne. Ist ja was los hier. Hi, Mr. Exalfos. Pump. 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 Oh, er ist tot. Also was? Wie ist das nur passiert? Tja, was machen wir jetzt hier mit? Noch ein Bockschild, noch ein Bockstock. Jetzt habe ich ja Knochenbockschild auch noch genommen. Weg damit. Ach, kann ich natürlich nicht wegwerfen, weil wir mitten auf dem Wasser sind. So ein Unsinn mal wieder. Ich habe eine komplette Regenphase Zeit, um mir da vorne Zugang zu dem Turm zu verschaffen. Irgendwie dahin zu kommen, dass wir hochklettern können. Ohne dass wir von irgendwelchen Elektrogeistern niedergemetzelt werden. Sollte eigentlich nicht so schwierig sein. Was ist das da hinten? Ist da noch ein Schrein? Das ist halt nur Feuer. Schwer zu sagen. Ich glaube, das ist ein Schrein, oder? So stationär. Wir machen da mal eine Markierung drauf. Irgendwo da ganz weit hinten. Ja, jetzt machen wir uns hier erstmal Zutrittsmöglichkeiten bereit. Hallo, mein Herr. Oh, der hat Elektropfeil. Das finde ich aber gar nicht gut. Dann gehst du mal bitte ganz schnell sterben. Elektropfeile, sowas kann ich aber gar nicht. Fangstoß! Geht leider nicht. Noch ein Bockstock. Elektropfeile. Oh, 10 Elektropfeile von dem Kerl gekriegt. Das ist eine Menge, eine Menge. Schauen wir doch mal, ob wir die da wegsnipen können. Das ist in die ungefähre Richtung geflogen, aber... Soll ich die erwischen, tun wir sie damit nicht.
hier vorne irgendwo stehen oder den Kerl zu mir hinlocken. Hier kann ich auch noch stehen. Mich ja nerven. Getroffen habe ich, aber viel Schaden hat es nicht gemacht. Aber immerhin der Kerl, der hat mich sofort gesehen. Ist jetzt auf dem Weg hierhin. Oh, hat eine Elektrolanze? Jetzt geht's aber los hier. Schwer bewaffnet hier die Gegner. Wenn er vom Wasser aus kämpft, dann machen wir das aber auch. Oder auch nicht. Wir sind nicht so gut wie er. Kommst du mal her? Für mich so ein bisschen ungünstig von hier aus zu kämpfen. Warum? Sheesh. Das Stromschild um ihn rum. Was haut er wieder ab? Was ist das denn für einer? Ist ja nervig. Weißt du was, wir krühen uns ja jetzt mal ein bisschen durch. Aua. Ich muss ja das auch mit dem Krühen uns durch. Kryo! Kryo weiter. Aua. Mensch, könntest du mal damit aufhören, du Drecksack? Muss ja nicht so zielsicher sein. Da haben wir denn hier alles. Duo Exile Bumerang. Oh, toll. Ich gebe dir einfach auf den Boden. Schildtasche ist voll. Exal-Bumerang. Verrostetes Schwert. Starke Exal-Lanze. Ja. Alles ganz tolle Dinge, aber will ich die haben? Turm der Hügel. Okay, wir wären da. So in der Theorie. Dann gucken wir mal, dass wir hier hochkommen. Am Turm der Hügel. Ohne dass wir von irgendwas runtergeschossen werden. Aber die scheinen alle schon wieder aufgegeben zu haben. Die Blitzgeister scheinen nicht hier hoch zu wollen. Boah, das macht es natürlich einfach hier hochzukommen. Auf geht's! In luftige Höhen. Los, los, langi lang. Aha, soweit so gut. Und das ist schon die letzte. Nee, das ist die vorletzte Etappe. Schon gut. Ich dachte, das wäre schon die letzte Etappe. Aber das ist sie nicht. Okay, noch einmal regenerieren. Und dann nix wie ab zum Ziel. Hopp, 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 hopp. So. Schickerstein einsetzen. Die Karte eines weiteren Gebietes kann reingeladen werden. Schickerstein erkannt. Schickerturm wird aktiviert. Schauen wir mal, was wir hier so Schönes noch haben. Bling. Hier befinden wir uns. Datenübertragung beginnt. Ach, wir erfahren es erst, wenn dieser lustige Tropfen in unserem Schickerstein landet. Bling. In einem Gebiet. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Ich vergesse immer, dass die Gebietsnamen da nicht dran stehen, wenn wir die Karte frisch kriegen, was irgendwie doof ist. Im Hyrule-Gebirge. Aha. Okay. Hyrule-Gebirge. Klingt nicht so spannend. Huch! Ah! Ah! Ich wollte nicht runterfallen. Stopp! Wieder hoch! Ich wollte mich noch umgucken, bevor ich wieder runterfalle. Da steht ja jemand. Was machst du denn auf meinem Turm, Mann? Wie bist du überhaupt hier hingekommen? Hm, ziemlich hoch. Wenn ich vom Vogelvolk wäre, würde es wohl gehen. Buh! Ja! Wo kommst du denn her? Erschreck mich doch nicht so. Wie bist du hier hochgekommen? Wie bitte? Das könntest du mich auch fragen, mit einer Frage auf eine Frage antworten. Ich sehe schon. Aber gut, ich bin Forscher und auf der Suche nach dem Vogelvolk. Angeblich soll es hier leben. Ich habe mich auf die Suche gemacht, aber plötzlich bebte die Erde und der Turm tauchte auf. Und da ich nicht wieder runter konnte, habe ich mich eben hier eingerichtet. Oh. Aber in schwierigen Zeiten wachse ich über mich hinaus. Dieser Ort ist perfekt für das Erforschen des Vogelvolks. Und wie bist du hier hochgekommen? Kommst du nicht mehr runter? Ich flieg runter. Was? Du kannst fliegen wie das Vogelvolk? Ist das wahr? Ich forsche seit Jahren daran, wie man auch als Hylianer wie das Vogelvolk fliegen kann.
Was sagst du? Es ist mehr Gleiten als wirklich Fliegen? Ach, das macht gar nichts. Anhand der Gleitdistanz kann ich Berechnungen anstellen, die uns irgendwann das Fliegen ermöglichen. Davon bin ich überzeugt. Ah. Also, kannst du von hier losgleiten, damit ich sehe, wie weit du kommst? Ich nenne diese Versuchsreihe die Vogelfolg-Herausforderung. Zeig mir, wie weit du gleiten kannst. Und ich belohne dich, je nachdem, wie weit du gekommen bist. Also, zeigst du mir deine Flugkünste? Ich... Na, komm, ich flieg für dich. Sehr schön. Dein Name wird in die Geschichte der Vogelfolk-Forschung eingehen. Aber eine Sache noch, da du eigentlich gleitest und nicht fliegst, ist die ganze Angelegenheit nicht ohne Risiko. Deswegen muss ich eine Gebühr von 20 Rubinen verlangen, damit das Ganze im schlimmsten Fall nicht umsonst war. Was? Willst du mich verarschen? Ach komm. Landepunkt, Windrichtung, Ausdauer. Das sind die Dinge, die du beim Gleiten beachten musst. Oh. Gleite los, sobald du bereit bist. Hiermit beginnt die Vogelfolk-Herausforderung. Schwing dich in die Lüfte. Mhm, wo muss ich denn überhaupt hinfliegen? Kann ich einfach irgendwo hinfliegen oder muss ich in diese Richtung fliegen? Weil er zeigt in diese Richtung. Wenn ich in diese Richtung fliegen muss, macht das Ganze natürlich schwieriger. Weil hier vorne sieht es aus, als würde ich irgendwann einfach auf den Boden aufprallen. Naja, los geht's. Gleiter Ahoi. Machen wir Bomben rein. Boom. Ich könnte in der Luft Feuerpfeile schießen, um weiter zu fliegen. Das hilft mir nicht. Aua. 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 Okay, ich dachte, ich könnte den Bogen rausholen und gleichzeitig weitergleiten, aber offenbar ist dem nicht so. Das hat auf jeden Fall sehr wehgetan und 20 Rubine gekostet. Das war eher traurig. Mal gucken, ob er mich jetzt zurückteleportiert. Jo. Du hast beim Starten so zuversichtlich ausgesehen, aber am Ende hat es nur für 268 Meter gereicht. Dieses Ergebnis hilft mir nicht besonders bei meiner Forschung. Gib alles. Bla, bla, bla. Na, wie wär's mit einem Flug? Ja, einmal noch. Lass mich in Ruhe, einmal fliege ich noch. Und wenn das nichts bringt, dann lass mich in Ruhe. Dann hau ich ab. Außerdem, was heißt hier eigentlich nur 200 irgendwas Meter? Das sind immer noch über 200 irgendwas Meter. Naja. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ohne irgendwo aufzuprallen. Wenn hier irgendwo eine Feuerstelle wäre, wäre das sehr nützlich. An der wir uns Auftrieb verleihen lassen können. Ich kann einfach ein Bock drin lagern da unten. Hallo, meine lieben Bockblin-Freunde. Lang kommt durchgeflogen. Liebe Bockblin-Freunde, warum in aller Welt habt ihr keine Feuer oder sowas angezündet? Das würde mir gerade sehr, sehr weiterhelfen. Übrigens schreien in der Nähe. Ja gut, also das ist das Maximum, wie ich ohne Tricks fliegen kann. Schätze ich. Vermute ich. Wenn ich auch ein Feuer anzünden würde, könnte ich natürlich höher fliegen. Und könnte das wieder Auftrieb verleihen. Was für ein Flug! Fabelhafte 634,2 Meter! Das hätte ich nie für möglich gehalten. Bisher war mir gar nicht in den Sinn gekommen, das Fliegen auf diese Weise anzugehen. Davon wird meine Forschung gewaltig profitieren. Dafür verlierst du eine ordentliche Belohnung. Tollen silberner Rubin. Dieser Flug war bisher der nützlichste. Aber vielleicht kannst du es beim nächsten Mal sogar noch weiter schaffen? Na, wie wär's mit noch einem Flug? Nein, danke. Machen wir Schluss. Schade, du hast wohl deine Gründe. Aber ich warte hier, denn die Herausforderung besteht weiter. Ist das eine Nebenquest? Sieht nicht so aus. Was ist denn das da? Ein komisches Bäumchen. Sieht irgendwie sehr, sehr fragwürdig aus, das komische Bäumchen. Sehr eckig. Wir gucken uns mal nach Tempeln um. Da ist auf jeden Fall einer, der nicht markiert ist. Zack, da ist ein Tempel. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Das ist schön. Vielleicht. Hier irgendwo Tempel in Sichtweite. Ich sehe spontan keine. Da hinten ist noch ein blauer Punkt gewesen. Sieht man da von hier aus was? Nö. Gar nichts.
Da vorne kommt Blitzgewitter. Beziehungsweise da ist einfach Blitzgewitter, da ist so eine stationäre Wolke. Bisschen komisch. Hm. Ja, also da vorne ist auf jeden Fall noch ein sehr auffälliger Tempel, zu dem wir mal eben hingleiten können. Auf geht's! Ich weiß schon, wie er hier meinen Körper runter machen will. Dann gehen wir wohl mal den nächsten Tempel angehen, da vorne. Gehen wir das. Mhm. Ich sehe nichts Spannendes spontan. Spielspar spontan, nichts Spannendes. Vielleicht irgendwo ein Krog hier drauf oder so. Vielleicht irgendwo eine Höhle mit einem Krog drin. Wäre alles nicht schlecht. Würde ich alles akzeptieren. Sieht aber gerade nicht gut aus. Hallo, mein Freund. Tschüss, mein Freund. Kraft des Masterschwerts geht zur Neige. Reicher. Das Masterschwert ruht und schöpft nun neue Kraft. Okay. Ist das jetzt permanent in meinem Inventar? Muss ich jetzt mal gucken. Ja. Masterschwert mit 0, kehrt aber in 10 Minuten zurück. Ja, das ist ja kaum Downtime. Ist ja ein Witz, wenn man den Duo-Exile-Bumerang hier rausklappen darf, die Runde an. Bomb tot. Oh, ein Herz. Oh, ein Horn. Oh, ein Horn. Wisst ihr, was ich jetzt mal ausprobiere, weil gerade die Gelegenheit da ist und weil ich es gerade mal wieder gesehen habe? Das Amiibo-Modul. Berühre den NFC-Kontaktpunkt. Okay. Pikachu, los. Ich wähle dich. Aha. Sterling, Wild, Apfel. Aha. Huch, bin gestorben. Nicht unbedingt der Effekt, den ich erwartet hätte. Naja, wir haben nie was gewählt. Danke, Miefi. Und diesmal bitte gepflegt sterben. Hm. Amiibo-Modul. Ist das ja das Amiibo-Modul? Sieht so aus. Yoshi. Eichel, Schleichling, Wild. Das ist ja irgendwie Cheaterei, wa? Also wenn man so eine richtig fette Amiibo-Sammlung hat, dann kann man es wirklich Items so regnen lassen wie Sau. Ich hasse Amiibos. Ich hasse sie. Letzter Amiibo. Der Link-Amiibo für dieses Spiel. Ugh, direkt eine Kiste. Frostling. Sogar ein neues Item. Röstling. Frostling. Da können wir sogar Items kriegen, die wir noch nie vorher gekriegt haben. Das ist... Ich fühle mich echt, als ob ich cheate. Ach, Amiibos. Ein Ritterschwert mit Haltbarkeit plus. Jawoll. What the f... Ist nur leicht übertrieben, die Belohnung, wa? Da wirf mir den Exile-Bumerang ab, weil den habe ich gerade schon ganz viel benutzt. Ich hätte mir da einen Ritterschwert mit Haltbarkeit plus. Hör mal her damit. Ist hier vorne noch irgendwas? Nö. Dann fliegen wir zu dem Schrein rüber. Und ich schätze, da vorne können wir dann mal eine kleine Pause einlegen. Und beim nächsten Mal haben wir dann einen lustigen Schrein wieder vor uns. Im schlimmsten Fall mit einer Kraftprobe. Im allerschlimmsten Fall mit einem Rätsel, das ich nicht verstehe. Monyatoma-Schrein. Mal schnell noch aktivieren. Jo. So, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir in den Monyatoma-Schrein gehen werden. Bis dahin. See ya.